Und damit heiße ich euch herzlich willkommen hier zur zweiten Folge unserer F1 2020 MyTeam-Karriere. Für das Audi-Team geht es heute nach dem Grand Prix-Debüt beim Großen Preis von Australien ohne irgendwelche Upgrades, aber dafür mit einer neuen Lackierung zum Großen Preis von Bahrain. Die erste Lackierung beim ersten Rennen war ja von mir so ein wenig fantasiemäßig ausgedacht, wie so ein möglicher Audi mit den Möglichkeiten in F1 2020 eben aussehen könnte. Jetzt haben wir aber eine Mod und ein richtiges Audi-Design, wie eben auch ein Audi in der Formel 1 theoretisch aussehen könnte. Ich finde es persönlich mega, mega geil, weil es das Ganze einfach noch deutlich realistischer macht, dass wir jetzt ein eigenes Team haben und eben das Ganze nicht nur irgendein fiktives eigenes Team ist, sondern eben Audi repräsentieren soll. Und in dem Fall sieht das Auto eben jetzt auch wirklich aus wie ein Formel 1 Auto von Audi. Bevor wir so richtig loslegen, vergesst natürlich nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Ihr seid auf die erste Folge des Videos jetzt knapp 3 Stunden online extrem eskaliert. Egal ob die Bewertungen, die Aufrufe, die Kommentare, einfach nur extrem positiv. Würde mich freuen, wenn wir das auf die heutige Folge ebenfalls aufrechterhalten können. Abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, falls ihr neu auf dem Kanal seid, um nichts weiteres mehr eben von der MyTeam-Karriere oder vielleicht beispielsweise auch vom FIFA-Karrieremodus zu verpassen. Abschließend sei noch zu erwähnen, dass wir durch die nicht gemachten Upgrades, weil wir natürlich auch zu wenig Ressourcenpunkte hatten, beziehungsweise sich das mit dem Rennwochenende hier in Bahrain nicht ausgegangen ist, eben auch im Leistungsvergleich einen Platz nach unten gefallen sind. Dort ist nämlich AlphaTauri an uns vorbeigezogen, weil eben viele Teams vom ersten Wochenende zum zweiten einige neue Teile mitgebracht haben. So viel dann jetzt erstmal zum Anfang und zum Training hier in Bahrain. Damit würde ich sagen, springen wir jetzt rein ins Qualifying, da wo es ernst wird, um den Startplatz geht, danach natürlich das Rennen, alles live, und damit würde ich sagen, legen wir los. Neue Lackierung, neues Helmdesign, aber es bleibt immer noch die MyTeam-Karriere mit dem Audi-Team. Wir qualifizieren uns also direkt mal von Q1 für Q2. Platz 11 ist es am Ende geworden und damit kann man auch, würde ich sagen, mehr als so zufrieden sein. Wir schaffen den Einzug in die nächste Runde und das mehr als nur deutlich. Wir schauen mal ganz kurz auf die Abstände. Okay, es ist nicht mehr als nur deutlich. Also zwischen uns und Platz 16, dem letzten Platz, da liegen auch gerade mal 2 Zehntel. Die 2 Zehntel, die wir hier in der Runde gewonnen haben. Teamkollege Mick Schumacher auf Platz 18 raus mit den beiden Haas, mit einem Alfa Romeo von Giovinazzi und natürlich beiden Williams. Erster Run jetzt also in Q2 und es ist Platz 11 tatsächlich, aber man sieht auch ein Vettel momentan auf 12, der auf den Mediums gefahren ist. Es reicht nicht ganz. Session ist vorbei, ordentlich Zeit haben wir jetzt sogar nochmal gefunden. 3 Zehntel jetzt hier die letzte Kurve noch gut nehmen, jawohl, schön rausbeschleunigen. 3,5 Zehntel sind es knapp, sogar über 3,5 Zehntel, und das wird reichen für die dritte Qualifying Session und es ist Platz 2. Und oh nein, ich werde schon wieder die Kommentare sehen. Von wegen, ja, das ist doch viel zu einfach und so weiter mit Audi neu in der Formel 1. Ja, Leute, das mag stimmen, aber ich habe den Schwierigkeitsgrad jetzt sogar nochmal angehoben auf 105. Aber gut, man muss auch sagen, beide Mercedes auf Medium, Leclerc auf Medium, Vettel am Ende doch noch auf Soft. Und ich glaube nicht unbedingt, dass alle Top-Teams jetzt nochmal einen Run gefahren sind. Also von den Abständen und so. Ihr seht ja, es ist extrem nah beisammen. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Q3 genauso aussehen wird. Werden wir mal schauen. Aber an sich, Leute, ich bin jetzt schon von 103 auf 105 hochgegangen. Aber scheinbar muss es eben noch schwieriger gemacht werden. Jetzt aber erstmal Q3. Gleich kommen wir also über Start und Ziel und ich muss zugegebenermaßen sagen, ich weiß nicht, ob wir überhaupt über den 10. Platz hinauskommen werden, weil selbst auf einem Albon habe ich über eine halbe Sekunde Abstand in den Sektorzeiten gehabt und ich glaube, am Ende ist es sogar der 10. Platz. So, nee, tatsächlich nicht. Es ist sogar der 9. Platz. Einen Platz sind wir immerhin vorgekommen, vor Carlos Sainz müsste das sein. Und so sieht es, glaube ich, auch aus. Genau, vor Carlos Sainz, also einen McLaren der beiden, immerhin geschlagen. Ricardo auf 7, muss man sagen, so ein bisschen eigene Welt. 2,3 Zehntel schneller als ein McLaren oder eben wir im Audi in dem Fall. Mercedes Doppelpole, dahinter die beiden Ferraris, dahinter die beiden Red Bull. Und ansonsten ein sehr, sehr interessanter Mittelfeldkampf. Und ich bin gespannt, wie der sich jetzt im Rennen austragen wird. Wir sind hier also wieder an einer Strecke, die berühmt ist für beeindruckende Bilder und spannende Kämpfe um Ruhm und Ehre. Mal sehen, wer heute beim Großen Preis von Bahrain im Rampenlicht stehen wird. Heute wird auf dem 5,4 Kilometer langen und wunderschönen Bahrain International Circuit mit seinen insgesamt 15 Kurven gefahren. Die Kurven 1 und 4 sollten ein paar Überholmöglichkeiten bieten. Immer wieder ein Knackpunkt ist allerdings die Zufahrt zu Kurve 10. Hier haben wir in den letzten Jahren oft blockierte linke Vorderräder und den einen oder anderen Bremsplatten gesehen. Neben mir befindet sich jetzt mein Kollege Stefan Römer.
Danke, dass du dabei bist, Stefan. Du warst ja kurz noch in der Boxengasse. Wie schätzt du denn die Streckenbedingungen heute ein? Um ehrlich zu sein, sieht es dort draußen ein bisschen kalt aus. Die Reifen haben einen relativ beschränkten Betriebsbereich, wenn es um die Temperatur geht, bei der sie den besten Grip haben. Wenn die Strecke kalt ist, ist es wesentlich schwieriger, die Temperatur hochzuhalten, wodurch Grip verloren geht und dadurch vielleicht mehr Fehler entstehen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Leclerc, Vettel, Max Verstappen und Albon, Ricciardo, Norris, ein Wagen des neuen Teams und Carlos Sainz, Perez, Ocon, Lance Stroll und Kvyat, Gasly, Raikkonen, Antonio Giovinazzi und Mick Schumacher. Magnussen, Grosjean, Russell und Nicolas Latifi. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ja, im letzten Rennen auch von Platz 9 rein in die ganze Sache gegangen und im Endeffekt, okay, mit ein bisschen Strategie, es hätten sogar mehr Punkte sein können, aber mit dem, was wir im Endeffekt gemacht haben, waren es 4 Punkte, war es am Ende der 8. Platz und ich bin gespannt, ob sich das Ganze jetzt hier in Bahrain wiederholen wird. Strategiemäßig ist es eine 2-Stoppel-Strategie für uns, das könnte eben ein Nachteil werden, weil wahrscheinlich viele hinter uns nur eine 1-Stop-Strategie fahren werden. Es ist also Soft, Medium, Hard und mal gucken, wie uns das Ganze ja beeinflussen wird oder schaden wird oder vielleicht sogar helfen wird, werden wir ja sehen. Ansonsten legen wir jetzt also los mit der Einführungsrunde hier beim ersten Nachtrennen der Saison. Insgesamt gibt es ja 2, einmal jetzt eben in Bahrain neu dazugekommen seit 2014, wenn mich nicht alles täuscht, und Singapur kennt man ja eigentlich nur in der Nacht. Viel zu erzählen gibt es sonst nicht und damit geht es jetzt auf in die Startaufstellung und zum Rennstart. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Letzter Start war ja wirklich überraschend gut. Und da sind jetzt auch die 5 roten Lichter. Wenn sie erlöschen, dann beginnt der große Preis von Bahrain 2020 und los geht's. Ah, das war nicht der beste Start. Das war alles andere als ein guter Start. Sainz zieht direkt an uns vorbei. Wir müssen jetzt hier irgendwie eine Linie suchen für die erste Kurve. Das ist alles mehr als nur eng. Neben uns ist ein Racing Point. Kollision verursacht. Keine Ahnung, was der Spieler gesehen haben soll. Aber wir kommen erstmal durch die ersten Kurven. Das ist ganz wichtig. Und sind gerade neben Verstappen, haben den Überholmodus an, das heißt, können uns Topspeed-mäßig sogar behaupten und haben damit eine Position gewonnen. Verstappen nicht den besten Start gehabt, sogar mehrere Plätze verloren, unter anderem an Norris, Ricciardo, die eben durchgeschlüpft sind und in dem Fall auf Platz 7 und 6 sind und wir eben jetzt momentan auf Platz 8 ebenfalls eine Position gewonnen. Könnte ich mich mit anfreunden zum Abschluss des Rennens, aber ja, es ist ein bisschen einfacher gesagt als getan. Wir sind gerade mal in der ersten Runde. Und wieder mal 29 elendig langen Runden, die hier vor uns stehen. Und Ricciardo vor uns, der ist ein bisschen langsam. Also wir kommen zumindest auf der Geraden ran. Und der scheint nicht so viel Tempo zu haben. Obwohl er im Qualifying ja doch deutlich schneller war als eben die McLarens oder wir in unserem Audi hier in dem Fall. Ja, wir kommen ran mit Windschatten. Überholen jetzt mal aus. Rangesaugt haben wir uns jetzt, denke ich mal, für ein Manöver auf der Start- und Zielgeraden. RS ist zwar jetzt aus, aber gleich wieder zur Verfügung. Jawohl, schönes Ding. Windschatten hat er jetzt aber auch. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwas Waghalsiges probieren. Müssen wir probieren. Rein in die erste Kurve gegen Ricciardo. Seine typischen Manöver hier gegen ihn genutzt. Seine eigene Medizin hat er mal geschmeckt bekommen. Und oder zum, ja, ich weiß nicht, wie man es sagt, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall mit eigener Medizin geschlagen in dem Fall und hat funktioniert. Super, P7. So, der ist freigegeben und das haben wir jetzt tatsächlich sogar auch auf Norris, wobei der mit 7 Zehntel doch schon ein bisschen sehr weit vor uns ist. Also ich weiß ja nicht, was genau da vor uns los ist, aber die beiden Mercedes hier momentan, glaube ich, auf Platz 3 und 4 sind sich sehr, sehr heftig am Bekriegen. Und dahinter wiederum ist Albon, dahinter wiederum Norris. Und wir sind auch nicht so weit weg von Norris. Also die Top-Teams irgendwie heute hier in Bahrain, zumindest beim Rennen, mit nicht so der überragenden Pace. Vor allem Mercedes nicht. Jetzt hinter Norris ein bisschen näher dran als sonst. Und vorne sehe ich schon, die beiden Mercedes sind am Machen. Albon schaut sich das von hinten an.
Ocon ist aus der Session ausgeschieden und ja, Safety Car oder Gelb oder Virtual Safety Car gibt es aber scheinbar nicht. Scheint sich aber schon so ein bisschen angedeutet zu haben, denn er ist gerade erst so irgendwo mitten im zweiten Sektor und der Renault klingt auf jeden Fall alles andere als gesund. Runde 6 und unser erster Stop ist angesagt. So, aufpassen jetzt hier mit der Begrenzung. Jawohl, schönes Ding. Bisschen Benzin sparen noch auf dem Weg und mal gucken, wie der Stop wird. 1,9 Sekunden. Waren ist ja in Australien vielleicht so ein ähnliches Niveau. Das wäre auf alle Fälle nicht schlecht. Und da bin ich mal gespannt. So, natürlich auch die Audi-Truppe in neuer Bekleidung. 1,9 Sekunden Stop. Wieder sehr, sehr stark. So muss das sein. Gefällt es mir. Und dann kommen wir raus auf dem vorletzten Platz. Denn der Einzige, der hinter uns ist, das ist Carlos Sainz, der an der Box war. Dann haben wir jetzt auch ein erstes Opfer vor uns. Ohne DRS und jegliche Mittel. Latifi kurz den Überholmodus angemacht, damit wir ein wenig Überschuss bekommen. Und vorne, wer kommt da raus? Das ist ein Ferrari. Okay, das ist nicht so weit weg gewesen. Und ich meine, die Ferraris waren auf 1 und 2. Also, ja, so weit war der oder so nah war der eigentlich nicht dran. Nicht, dass ich wüsste oder mich erinnern könnte. Und das nächste Williams-Opfer vor uns, es ist der unfassbar talentierte George Russell, der leider im Williams sitzt, muss man zugegebenermaßen sagen. Also, es ist wirklich zu schade, dass so ein unfassbares Talent bisher einfach noch nicht irgendwie einen Punkt oder so in der Formel 1 geholt hat. Jetzt aber Konzentration, Norris kommt aus der Box, genauso wie Albon. Und den kassieren wir genauso. Ey, es ist der Wahnsinn. Zum zweiten Mal in Folge wirkt der Undercut wirklich extrem gut. Also, das sind ja wirklich 3-4 Sekunden, die wir in dem Fall auf einen Albon oder Norris oder sonst wen gewonnen haben. Die sind jetzt teilweise 3 Sekunden hinter uns. Also wirklich, das ist überraschend. Ich kann mich auf alle Fälle nicht daran erinnern, dass der Undercut in den letzten Formel-1-Spielen so effektiv war wie hier bisher, nach 2 Rennen. Unser nächster Gegner vor uns, das ist Romain Grosjean. Wir kommen mit Überschuss an, bremsen spät, haben natürlich die besseren Reifen und im Haas mit einer Einstopp-Strategie sollte er uns zum Glück nicht gefährden. Den Kollegen da vor uns, den kennen wir, glaube ich, bestens. Das ist unser Teamkollege und irgendwie kommen wir nicht ran, obwohl wir im gleichen Auto sitzen und sogar DRS und Überholen dann hatten. Na, jetzt sind wir auf jeden Fall dran. Auf einen zweiten Versuch, hier vielleicht einbremsen. Jawohl, schönes Ding, reingebremst. Macht auch keine großen Anstalten, zumindest so nach meiner Ansicht. Der nächste Haas, in dem Fall von Kevin Magnussen. Junge, 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 der fährt ja ganz schön Kampflinie hier und wir kommen leicht raus, aber alles okay, noch im grünen Rahmen und damit schon mal ein Großteil der Einstopper eingeholt, aber ja, da gibt es noch einige. Gasly als nächstes vor uns, das sind aber auch 5 Sekunden, die er vor uns ist. Ja, und auf einmal ist der Gasly gar nicht so weit weg, also aus 5 Sekunden macht es ganz schnell nur noch 2 oder was es jetzt waren und jetzt geht er auch an die Box, genauso wie Vettel und ich glaube für uns ist der Boxenstopp auch gar nicht so weit weg. Vor uns Hamilton gegen Kvyat und die fahren da mehr oder weniger zusammen durch die letzte Kurve. Leider kriegen wir kein DRS, danke für nichts. Ich dachte, ich wäre wenigstens nah ran genug gekommen, bin ich aber leider nicht in dem Fall. Und mal gucken, vor allen Dingen die Racing Points machen wir ein bisschen Sorge, weil das auch, glaube ich, beide nur Einstopper sind. Für uns geht es jetzt also ein weiteres und auch letztes Mal rein in die Box für unseren letzten planmäßigen Stop. Es geht also nochmal nach Soft auf Medium zu Hard. So sieht es aus, haben wir alle Reifen durch und sind natürlich die langsamsten, kennen wir ja bereits aus Australien. Es ist mir hier so angenehm mit denen zu fahren, ich sehe gerade beide Racing Points ziehen an uns vorbei. Das war unser letzter Boxenstopp. Ich glaube, Albon muss auch noch an die Box. Der ist jetzt nicht reingekommen, nur Sainz. Okay, wir kommen auf Platz 9 wieder raus. Okay. Also da, wo wir gestartet sind. Und wir sind auf dem gleichen Reifensatz wie die beiden Racing Points. Also heißt es jetzt, die letzten 11 Runden oder 12 pushing like hell. Och nee, was macht denn Vettel hinter mir? Warum ist der überhaupt hinter mir? Ja, gute Frage, nächste Frage. Die nächsten beiden sind in der Box. Räikkönen und Verstappen. Okay, das heißt Albon noch. Und dann heißt es Audi gegen 2 Racing Points. Und okay, ich habe noch Vettel im Schlepptau. So, Vettel, fahr vorbei. Haust da rein. Vielleicht kann er sich die Racing Points aber auch beide schnappen und ein bisschen langsamer für uns machen. Ist ja auf jeden Fall übelst der Ehrenbruder-Move vom Sepp an der Stelle. Ja, der Vettel ist jetzt auf jeden Fall in Schlagdistanz zu Stroll. Das sind gerade mal ein paar Zehntel, die beiden trennen. Ich bin gespannt, wie er vorbeikommen wird. Ja, okay, sieht eigentlich ziemlich einfach aus.
Okay, und jetzt sind wir auch im DRS von Lance Stroll, aber ich denke mal, diese Runde wird das noch nichts mit irgendeiner Attacke. Ja, hier wird das auch nichts. Die DRS gerade hier ist leider ein bisschen zu kurz, aber ich glaube, dafür nächste Start und Ziel gerade. Und jetzt also DRS umgeklappt und natürlich den Windschatten plus Überholmodus. ERS machen wir jetzt aus, denn der Überschuss sollte trotz alledem reichen gegen das letztjährige Weltmeisterauto, gegen den Racing Point. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr diese Anspielung verstanden habt. Und damit sind wir auf Platz 6 vor, aber das Rennen ist noch nicht vorbei. Wir haben noch 4 Runden und einen Perez vor uns, der ist nicht in komplett ferner Reichweite. Leute, wir sind echt nicht weit weg von Perez. Wir sind wirklich nicht weit weg. Ihr seht es ja schon, er ist in absoluter Greifweite. 1,4 Sekunden. Nur das Problem ist, ihr seht ja auch unser Benzin. Wir können wahrscheinlich nicht mehr so pushen, mischen, sag ich schon. Letzte Runde, Runde 29 von 29. Ihr seht schon, Perez ist eigentlich in Greifweite. Nur das Problem ist, wir haben zu wenig Benzin und wahrscheinlich wird das von der Zeit her, beziehungsweise eben von der Rundenanzahl, nicht so ganz klappen, den Mexikaner hier im Racing Point noch irgendwie zu bekommen. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch in Acht nehmen vor einem Stroll und Albon dazu hinter uns. Albon kennen wir ja bereits gut genug aus unseren Geschichten in Australien. Das könnte jetzt sehr interessant werden. Wir müssen noch irgendwie ein bisschen Benzin sparen. Noch ein ganz klein wenig, noch ein ganz klein wenig. Hier die eine Anbremszone. Genau die hier. Oh Gott, sind die nah dran. Oh Gott, sind die nah dran. So, wir müssen jetzt irgendwie auf Standard bleiben. Vielleicht jetzt hier gleich nochmal, wenn es bergauf geht. Kurz Marga rein. Hamilton fährt die schnellste Runde. Glückwunsch. Ich weiß nicht gerade, wer gewonnen hat. Aber das spielt auch eigentlich eher eine Nebenrolle. Solange es nicht wir sind oder unser Teamkollege. Erstmal vollkommen egal. So, jetzt auf Standard nochmal den Überholmodus an. Und ich denke mal, das wird reichen. Ich denke mal, das wird reichen. Stroll und Albon hinter uns. Hier nochmal spät gebremst. Keine Acht mehr auf Perez gegeben, der hier eben Platz 5 nach Hause bringen wird. Und wir verbessern uns im Vergleich zum ersten Rennen. Da war es P8 und 4 Punkte. Jetzt P6 und 8 Punkte. Nochmal das Doppelte oben drauf gepackt. Erstaunliche Teamleistung hat hier in der Wüste zum Sieg geführt. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Schauen wir uns an, ja, ich glaube, man kann sich auf alle Fälle nicht mit diesem Ergebnis nicht zufrieden geben. Also es ist Platz 6, klar, Platz 5 war eigentlich in greifbarer Nähe vor uns. Nur das Ding ist halt, gut, im Endeffekt mussten wir Benzin sparen und auf der anderen Seite waren unsere Reifen natürlich auch schon so ein bisschen am Ende. Ein Stroll, Albon waren sehr, sehr dicht hinter uns und im Endeffekt Platz 6 und 8 Punkte, also besser geht's eigentlich gar nicht. Teamkollege Mick Schumacher mal wieder nur die beiden Williams geschlagen und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also ich sehne mich schon sehr, sehr danach, wenn wir mal einen richtigen Formel 1-Fahrer ins Cockpit bekommen, weil auf der einen Seite, klar, wir überperformen natürlich auch in diesem Audi, aber auf der anderen Seite, ja, Mick Schumacher underperformt halt auch irgendwie extrem. Also der sollte eigentlich schon von einem Haas sein, von einem Alfa Romeo und Co. Man sieht ja, wo die sind, beispielsweise auf Platz 14. Und da ist er quasi so gefühlt Meilen von entfernt. Also irgendwie so, bisher nicht so das Gelbe vom Ei, kann man sagen, der Sohn von Michael. Von der Teamanerkennung sieht man ja schon noch einen Rang aufgestiegen und damit Rang 3. Und auf der anderen Seite sogar auch ziemlich kurz vor Rang 4. Wir kriegen hier nochmal
ein paar Einnahmen am Start, 1,2 Millionen. Und ich habe vergessen übrigens, Leute, vor dem Rennen noch einen neuen Sponsor auszuwählen. Wir haben bisher nur einen einzigen Sponsor, das ist der Hauptsponsor. Und da müsste man sich jetzt auch noch um so ein paar kleine Nebensponsoren kümmern, denn die geben natürlich auch Geld. Hier machen wir das Ganze, Sekundärsponsor. Bisher haben wir nämlich nur wöchentliche Gesamteinnahmen von 282.000. Und da müssten wir jetzt mal gucken, dass wir noch irgendeinen zweiten Sponsor an den Start bringen. Ich würde mal sagen, für den Start klingt das erstmal ganz gut. Schließe als Team 50 Runden während eines Rennwochenendes ab. Das tun wir eigentlich so gut wie jedes Mal. Also alleine, wenn beide Autos eben ins Ziel eines Rennens kommen, sind wir da schon sehr, sehr nah dran. Und wenn wir dieses Ziel eben erreichen, gibt es nochmal 120.000 obendrauf, 83.000 Euro nochmal wöchentlich auf das Audi-Konto. Und dann unterschreiben wir eben den Vertrag mit Avanza. Also wenn ich könnte, würde ich echt gern den Kollegen George Russell hierher holen. Aber gut, das ist wahrscheinlich dann eher Zukunftsmusik. Wir sind jetzt erstmal wieder bei der Autoentwicklung und nehmen da direkt mal ein Upgrade in Angriff im Bereich der Aerodynamik. Das wird irgendwo zwischen dem großen Preis von Vietnam und China fertig, wenn ich das Ganze gerade richtig gelesen haben sollte. Das sind dann jetzt also erstmal so die Upgrades, die in der nächsten Zeit folgen sollen, mit unter anderem dem Chassis, aber auch eben der Aerodynamik. Und beim Rest schauen wir dann mal, Leute. Das soll es an der Stelle gewesen sein von der heutigen Folge der F1 2020 Karriere. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, vergesst natürlich den Daumen nach oben nicht, abonnieren und die Glocke aktivieren ebenfalls, um nichts weiteres mehr in der Zukunft zu verpassen. Völlig kostenlos. Ihr unterstützt mich damit nur, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns bei Part 3 beim großen Preis von Vietnam in Hanoi. Bis dahin, haut rein und ciao.